Hobe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, einmal mehr unterwegs im Auto, einmal mehr Radio, Deutschlandfunk gehört, Nachrichten. Soeben, gerade eben kam die Nachricht, dass der Innenminister Herr Maaßen warnt vor dem Einfluss russischer Propagandamedien auf die Bundestagswahl 2017. Er sagte sinngemäß, man beobachte das Ganze. Und damit meint er sicherlich Sender wie RT Deutsch, RT Rutli, Internetforen, Facebook, soziale Netzwerke. Ich frage mich gerade, wie viel Angst muss unsere Bundesregierung haben, ihre Macht zu verlieren bei der nächsten Wahl? Wie viel Angst steckt in den Knochen der Macht, dass sie jetzt schon davor warnt, dass andere einen Einfluss auf ihre Macht haben? Mir sagt das Ganze nichts anderes, als dass sie ihre Felle davonschwimmen sehen nach der Trump-Wahl. Das Erdbeben Trump, was ich ja auch beobachte heute den ganzen Tag im Deutschlandfunk und bei allen Medien, wie gemäßigt sie mittlerweile über Donald Trump reden. Obama ist gerade in Deutschland der Friedensnobelpreisträger der Herzen, der Mann, der seit 8 Jahren Krieg führt mit Amerika, die höchsten Rüstungsausgaben hat und natürlich auch über 10.000 Drohnentote zu verantworten hat, ohne Haftbefehl, ohne Verhandlungen, einfach liquidiert mit vielen Hunderten von unschuldigen Kindern dabei. Das sind unsere Friedensaktivisten, die durch die Welt reisen und wie in Griechenland Massenproteste gegen sich haben, wo Wasserwerfer, Polizeigewalt eingesetzt wird für den Friedensnobelpreisträger. Was sind das für Friedensnobelpreisträger? Sollte uns Maaßen nicht lieber vor solchen Friedensnobelpreisträgern warnen, die der Wolf im Schafspelz, mit dem Schafspelz durch Europa reisen, mit Krieg und Toten im Gepäck, aber nach außen hin Tango tanzen wie Herr Obama und so smart und nett sind? Sollten wir nicht lieber vor diesen Propagandisten gewarnt werden, der westlichen Propaganda, den Killeries und Obama-Killer? Stattdessen warnt man uns vor Russland und dem russischen Einfluss. Russlandphobie herrscht nach wie vor bei uns. Russland-Trauma wäre ein Trump-Putin. Das deutsche Trauma, Trump-Putin, Trump und Putin zusammen. Aber sie sind alle gemäßigt mittlerweile. Obama sagte ja nun auch mit Trump, wir müssen erstmal schauen, es ist alles möglich, aber seht es nicht zu schlecht. Und schon dreht sich unsere Wendehals-Propaganda, unsere Propaganda. In unseren Medien ist ja immer nur von anderen Seiten her Propaganda zu befürchten. Und natürlich überwiegend von Russland, nicht aus Amerika oder dem Westen, immer aus Russland und unseren Schurkenstaaten, wie wir sie betiteln. Daher kommt Propaganda aus eigenen Reihen. Unsere Medien, Propaganda, wir müssen erst mal googeln, sagt der Deutschlandfunkchef. Und Herr Maaßen, Propaganda, wir? Die westliche Welt, Propaganda? Die anderen machen alle Propaganda. Wir berichten nur lieb, brav und nett, ohne eigene Interessen. Aber in dem Moment, wo Interessen vertreten werden, und das sind sie, wird aus jeder Berichterstattung Propaganda in allen Ländern der Welt. Wollt ihr uns verarschen? Immer noch nach Trump? Es ist so armselig, das zu sagen. Angst vor russischem Einfluss auf die Deutschlandwahl. Ihr habt Angst, dass Leute wach sind und sich andere Seiten und andere Blicke auf die Welt anschauen? Dass sie sich abwenden von einer einseitigen Berichterstattung in Deutschland und auch mal andere Nachrichten schauen? Russische Denkweisen, chinesische, nordkoreanisch, iranische, indische. Leute, schlaft ihr immer noch in unseren Medien? Seid ihr immer noch nicht aufgewacht nach dem Trump-Erdbeben, dass ihr so
ohne jeden Einfluss von außen sowieso eure Macht verliert, weil auch dieses System korrupt ist, viel zu eng verbunden mit der Industrie. Die Wahlkampfspenden fand ich interessant. Habt ihr das gesehen? Die Spenden für die Trump-Wahl, wo die deutsche Industrie, das wusste ich ja gar nicht, durchgehend für Trump und Hillary Clinton gespendet hat für den Wahlkampf. Beide wurden ja von allen großen deutschen Firmen mit Geldspenden beglückt. Also wenn der eine gewinnt, hat man gespendet und die Interessen von BASF und Telekom und Co. werden eingehalten. Und wenn die anderen gewinnt, dann eben auch. Die Rüstungsindustrie hat an beide gespendet, sicherlich. Weil egal wer gewinnt, man kann rüsten, habe ich euch ja schon erklärt. Clinton gewinnt, man hätte rüsten können mit der NATO gegen Russland. Und jetzt gewinnt Trump, na vielleicht wird die europäische Macht und die europäische Stärke aufgerüstet, nicht vielleicht. Europa muss sich alleine wehren, auch ohne die Amerikaner zur Not. Also rüsten mit beiden Präsidenten. Der Gewinner ist immer die Industrie, merkt ihr nicht? Merkt ihr das nicht? Und merkt ihr da draußen, Herr Maaßen, nicht, dass das die Leute kapieren? Das hat nichts mit russischer Propaganda und ausländischer Propaganda zu tun. Und schon gar nichts mit Rechtspopulismus. Da kommen ja sofort die Reichsbürgerkeule, Rechtspopulismus, Antisemiten. Nur weil man das System hier kritisiert, wird man diffamiert. Wer das System kritisiert, der wird diffamiert. Ein neuer Rap vielleicht von mir, ein neues Album, Cerebellum. Vielleicht mache ich es ja doch dieses Jahr schon. Ich habe das schon vor. Ein guter Refrain. Wer das System kritisiert, wird gleich diffamiert. Ja, ich war auf einem Prozess von Carsten Halfter. Friedensaktivist, einer der aktivsten Friedensaktivisten, der mit allen Seiten reden will, der Frieden in sich trägt, niemanden ausklammert und sagt, wir müssen reden. Heute höre ich in Deutschlandfunk einen AfD-Mitglied in einer Talkshow. Heute, vor noch ein paar Monaten, da sagte man, niemals reden, rede nie mit diesen Bösen, verteufle sie, lass sie weg. Oh, jetzt reden. Uwe Schadauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, Teil 2. Wer das System kritisiert, der wird diffamiert. So werde ich wohl diese Videos beide nennen, Teil 1 und Teil 2. Es ging bei Teil 1, hörte ich auf oder unterbrach wegen meinem Akku, das Handy. Da ging es darum, dass mit der AfD bei Deutschlandfunk debattiert wurde. 2 Stunden mit einem Mitglied der AfD, also mittlerweile sind sie dann doch alle wieder in den Medien, das schon länger. Man redet nun doch mit denen, die man früher ausstoßen wollte. Vielleicht ein wenig, ein bisschen gelernt nach dem Trump-Gewitter, nach dem Komet Trump, wie der Spiegel es darstellte, ja? Der über die Welt hinweg fegt und kennt ihr dieses Spiegelcover, wo dieser Trump-Komet seine Haare so als Feuerball auf die Erde zu rauscht, die kleine Erde, der große Trump-Kopf mit geöffnetem Schlund direkt nach seiner Wahl und dann steht so sinngemäß drunter das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und da habe ich dann runter, habe ich auch kommentiert, ich komme gleich noch zum Diffamieren, habe ich kommentiert, ey, das Ende der Welt, wie wir sie kennen oder kannten. Das ist doch schön, das Ende der Welt, wie wir sie kennen und kannten die letzten Jahre. Endlich keine Kriege mehr. Endlich keine Ungerechtigkeit, diese riesige Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Endlich keine Umweltzerstörung mehr. Endlich keine Medienvolksverdummung, Verblödung der Massen mehr. Endlich keine Verbildung der Massen mehr. Endlich keine Kataloge blätternden Vollidioten mehr. Endlich Werte, endlich Anstand, endlich Gutes, Frieden. Endlich keine Kriege mehr. Na danke, Herr Trump, da kann ich das Ende der Welt, der jetzigen Welt ja kaum erwarten. Wollt ihr mich verarschen, heißt ein Song von mir. Ja, also nochmal, Diffamierung. Carsten Halfter wurde angeklagt. Ich war dabei mit meinen Freunden in Berlin. Ja, das ist die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die schreiben einfach ungelesen, ungekannt, nie sich mit Carsten Halfters Person beschäftigt als Friedensaktivist. Da schreiben die in der Pressemitteilung an die Medien. Mutmaßlicher Reichsbürger. Zum Prozess. Und das übernehmen natürlich unsere Journalisten, die alles hinterfragen, die nicht interessengesteuert sind. Die hinterfragen, ist der wirklich ein Reichsbürger, ein Nazi, ein irgendwas?
Nein, sie übernehmen es platt und blind und schreiben darüber. Große Überschrift, Diffamierung. Wer das System kritisiert, der wird diffamiert. Und was war? Was macht denn dieser Carsten Halfter seit Jahren, seit über 20 Jahren? Er kämpft für den Frieden, er hat 3 Kinder. Er ist ein endlich mal anständiger Vater, der das Wichtigste für seine Kinder tut. Für den Frieden kämpft und nicht im Reitunterricht und Klavierunterricht und schnöse Scheiße macht. Als erster Stelle steht Frieden. Dann kann man Klavier lernen und dann kann man Reiten lernen und Sport machen. Ohne Frieden ist alles nichts. Habt ihr das immer noch nicht kapiert? Und Carsten Halfter lebt das und geht auf die Straße so oft er kann. Er übt zivilen Ungehorsam. Er nutzt seine Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Er kann einfach sagen, wann und wie er es will. Er hetzt ja nicht. Er macht ja keine Nazi-Propaganda oder irgendeinen Blödsinn, rassistische Sprüche. Er ruft laut Frieden und Bundeswehr weg und Army go home. Und dafür wurde er angeklagt. Wer klagt so jemanden an? Wer macht einen Bericht bei der Polizei und klagt einen Friedensaktivisten wegen spontanen Friedensaktionen auf dem Hauptbahnhof in Berlin und irgendwo an? Wie weit sind wir gesunken, dass wir Friedensaktivisten anklagen, wenn sie sich zusammenraufen und für den Frieden Material, Infomaterial verteilen? Gegen die NATO, raus aus der NATO, gegen die Propaganda der Bundeswehr, für Frieden, für Miteinander auf der Welt. Wie weit sind wir gesunken in diesem Land? Das ist ja schon Faschismus, natürlich Faschismus, bunter Kapitalfaschismus, Herr Maaßen. Und Sie haben Angst davor, dass andere Propaganda ihre Macht gefährdet? Haben nicht die Nazis auch sämtliche anderen Einflüsse unterdrückt? Ausgerottet, wie sie es gesagt haben, mit dem Herrn, mit dem R, Herr Maaßen. Keine anderen Meinung zulassen, Meinungsvielfalt unterdrücken, indem man russische Propaganda nicht ins Land lässt. Andere Meinungen aus der Welt nicht ins Land lässt. Wo kommen wir hin? Merkt ihr es nicht? Carsten Halfter wurde verurteilt. 600 Euro wegen Nichtanmeldung von 3 Demonstrationen. Nicht ordnungsgemäßer Anmeldung. Er hat es zu spät gemacht. Ein paar Minuten zu spät. Ein Friedensaktivist. Das war ein Schauprozess gegen die Friedensbewegung, die neue. Ein Schauprozess, die sagt, ihr müsst euch lange vorher anmelden, rechtzeitig. Also Meinungsfreiheit heißt in Deutschland angemeldete Meinungsfreiheit. Nicht spontan aus dem Bauch heraus. Du musst deine Gefühle zügeln, deutsches Volk. Mäßige deine Emotionen. Zügle deine Empathie. Am besten unterdrücke sie und schrei nicht laut. Ungerechtigkeit und Frieden. Das kannst du nicht aus deinen Urinstinkten her machen. Du musst es anmelden. Mäßige deine Instinkte und Empathie und melde sie in Ruhe vorher an, damit der Staat reagieren kann und das Machtsystem gegen Demonstranten hinschicken kann. Ja, die das verhindern, dass ja nicht plötzlich ein großer Friedensruck durch deine Friedensbewegung hierher kommt. Wie zwiegespalten ist diese Zunge. Ein Schauprozess war das, den ich beiwohnen durfte. 4,5 Stunden nur Polizeiaussagen. Ich glaube, 10 Polizisten haben ausgesagt, die natürlich alle ihre Karriere machen. Wahrscheinlich vielleicht nächste Woche einen Dienstgrad höher sind, das will ich aber auch nicht sagen. Da waren ein paar Nette dabei, die irgendwo auch reingeschlittert sind und die sich auch widersprochen haben. Dadurch sind auch 2 Anklagen fallen gelassen worden. 600 Euro Strafe. Der Frieden, habe ich gerufen kurz nach der Urteilsverkündung. Direkt danach rief ich, der Frieden wurde verurteilt. Klar ist es juristisch korrekt, das Urteil. Jura und Rechtsstaat bedeutet in diesem Land, hier geht es nach Gesetz und nicht nach Gewissen. Gesetz steht in diesem Land über Gewissen und Moral, das müsst ihr wissen. Das ist kein Rechtsstaat, ein Rechtsstaat, aber ohne Gewissen. Gewissen steht unterhalb des Gesetzes. Denn das sagt auch der Richter, hier geht es nicht darum, was derjenige Herr Halfter getan hat und was er vermitteln wollte mit seinem Frieden, was sicherlich gut ist. Hier geht es um den Fakt der nicht korrekten Anmeldung. In dem Moment hätte man ihn freisprechen müssen, aufwiegen müssen. Anmeldung nicht korrekt, aber dafür für den Frieden. Plus minus null, einen kleinen Zeigefinger hoch, bitte beim nächsten Mal anmelden und gut ist es. Aber der Staat mit aller Härte sagt, so nicht. Die Staatsanwältin klagt an. Eine Frau übrigens, Frau Merkel, Frau Clinton, eine Frau hat diese Strafe gefordert und angeklagt. Frauen an die Macht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mir hat letztens eine Frau gesagt, dass Frauen viel gefährlicher an der Macht
Weil wenn sie an die Macht kommen, haben sie all ihre urweiblichen Friedens- und Familieninstinkte abgelegt durch den harten Kampf durch die Männereien. Sie sind zu machtgierigen Emanzen geworden. Denkt mal drüber nach bei Frau Clinton und Frau Merkel und Frau von der Leyen und auch dieser Staatsanwältin. Ja, es ist verkehrte Welt. Carsten Halfter unterstützt ihn. 600 Euro plus seinen Anwalt. Ich glaube, 1.100 Euro muss der Arme bezahlen. Ich werde die IBAN, seine IBAN und Kontonummer, wenn ich zu Hause bin, irgendwann heute veröffentlichen zu diesem Video und zum Crowdfunding aufrufen. Spendet bitte. Und wenn es 1 Euro sind, 2 Euro, 10 Euro, 20 oder mehr, lasst uns für Carsten spenden. Carsten half das Konto füllen. Er geht in Berufung gegen dieses Urteil. Damit die Welt und Deutschland hört, dass in Deutschland Friedensaktivisten verurteilt werden wegen einer lächerlichen Lappalie und Anmeldeformularen. Ja? Willkommen im Land der unbegrenzten Ängste und leider auch mittlerweile Dämlichkeiten nach amerikanischem Vorbild. Ich bin getrumpt, was die Zukunft bringt. Ich wünsche euch einen friedlichen Tag. Peace. Uwe Schadauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, ein drittes Mal heute auf meiner langen Fahrt von Berlin nach Mainz. Eben wieder Nachrichten, Deutschlandfunk. Und das Russland-Bashing geht weiter. Teil 3. Wer kritisiert, wer das System kritisiert, wer den Westen kritisiert, der wird diffamiert. Teil 3. Russland-Bashing, die eine Millionste. Zwei Nachrichten heute wieder mit Russland-Bashing über den Tag verstreut. Einmal die Kritik daran, dass Russland ausgestiegen ist aus dem Internationalen Gerichtshof Den Haag, dass sie diese Satzung nicht mehr unterschreibt und da aussteigt, weil sie eben ganz klar sieht, dass nicht alle Interessen aller Völker auf dieser Welt über Den Haag unterstützt werden bzw. wahrgenommen werden, sondern eine einseitige Unterstützung westlicher Interessen wahrgenommen werden. Im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und Folter. Hört sich so toll an, wenn die das hier vorlesen in Deutschlandfunk. Oh, Den Haag, der internationale Gerichtshof, um Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen und Leute vor Gericht zu stellen. Aber Herr Obama läuft frei rum. Herr Obama, der Friedensnobelpreisträger, läuft frei rum. Mit über 10.000 Drohnentoten, ohne jeden Prozess und vielen Kindern und Unschuldigen als Opfer. Ja, da macht Den Haag nichts in Sachen Kriegsverbrecher. Irak, Syrien, die ganzen amerikanischen Kriege. Nichts gegen Kriegsverbrecher. Türkei, Frankreich im Kampf gegen den Terror. Nichts gegen Kriegsverbrecher. Was ist das hier für eine einseitige UNO, einseitige Den Haag-Geschichte? Immer nur westliche Interessen. Und wer gegen den Westen ist, wer den Westen kritisiert, der wird diffamiert. Russland damit schon wieder mit der Nachricht, oh, was Den Haag, die treten da aus, wie unmenschlich sind die Russen. Gleichzeitig eben zweite Nachricht, Aleppo, neue Angriffe. Und wieder eine in London, mit London-Sitz, eine Organisation sagt, oh, Schulen wurden beschossen, eine Schule und ein Kinder- und ein Krankenhaus, Schule und Krankenhaus schon wieder. Oder Kindergarten oder Schule, Krankenhaus, es ist immer das Gleiche. Oh, mit Opfern, 5 oder 6 oder 9 Opfer, auch Kinder. Ohne Beweise, dass es A, die syrische, irakische Armee war und B, sowieso die Russen, wird Russland mit reingemacht in den Bericht. Russland bestreitet jegliche Verbindung dazu. Aber mit dieser Betonung, die den Hörer erst darauf bringt, oh, das könnten ja die Russen gewesen sein. So ist die Betonung. Na? Warum wird nicht gesagt, die NATO und die Allianz bestreitet jede Verbindung mit diesen Opfern? Oder dass es von der IS kommt, von der IS kommen könnte? Von den IS-Rebellen, die dort ja auch sind in Aleppo? Gott, diese einseitig diffamierende Berichterstattung ist widerlich, auch noch nach Trump. Es geht hier 1:1 weiter.
Wann hört ihr endlich auf, mit tausend und einer Lüge die Köpfe waschen zu wollen? Lückenpresse, indem ihr die Wahrheiten weglasst. Und direkt einen Tag später, wenn irgendwas passiert, noch am selben Tag, Schuldige benennt ohne Beweise. Das ist immer das Prinzip gegen Russland und die Länder, die den Westen nicht so sehr unterstützen und wo die Interessen des Westens nicht wahrgenommen werden. Das ist immer das Gleiche. Wie widerlich erbärmlich ist diese Speichelecker-Presse der Atlantikbrücke. Ihr Kriegstreiber, wie oft soll ich es noch nennen? Jeden Tag schleimt ihr rum. Wie könnt ihr das alles mit eurem Gewissen vereinbaren? Habt ihr überhaupt ein Gewissen? Zu Gewissen gehört Wissen, was Recht und Unrecht ist, Moral und Gewissen, es zu merken, auf welcher Seite man steht. Des Rechts oder des Unrechts. Erbärmlich. Wer das System kritisiert, der wird diffamiert. Ja, auch das hat Herr Maaßen gemeint mit Kontrolle. Wir müssen die öffentliche Meinung besser kontrollieren, sagte er nach dem Trump-Sieg. Zu einer Kontrolle gehört auch das Diffamieren der Meinungen, die der eigenen Systempresse nicht konform sind und die Meinung, die dieser Systempresse und dem System widersprechen. Merkt ihr das nicht? Das ist Meinungsfaschismus. Einseitige Propaganda dieses Systems. Alle anderen werden diffamiert. Gott, diese Arroganz unserer Medien, ich krieg's kotzen, wenn ich das hier höre. Selbst herrlich feiern sie sich. Wie wunderbar sie sind, wie ehrlich und ehrhaft. Und sie zeigen mit dem Finger aus dem eigenen Riesenhaufen gewissenloser Scheiße. Aus diesem Haufen zeigen sie auf die ganze Welt. Wir suchen, wir haben das Hoheitsrecht der Wahrheit. Wir sind die Verfechter der Menschenrechte. Ich bin getrumpt auf die Zukunft. Tschüss, das war heute mein letztes, drittes Video. Versprecht uns vor der Wahl alles. Und am Ende lügt ihr uns an. Doch der Arme wird immer ärmer. Und der Reiche lacht sich nur schlapp. Ihr zerstört bewusst unsere Umwelt. Unsere Zukunft ist euch egal. Ihr kastriert uns unsere Gehirne. Über Volks so dumm und total. Ihr lasst uns komplett überwachen. Um den Terror geht es dabei. Ihr bekämpft nur immer Symptome. Doch zum Terror gehören immer zwei. Wir haben euch zu lange gelassen. Doch irgendwann ist mal Schluss. Jetzt erschreckt ihr über die Massen. Denn ab jetzt entlädt sich der Frust. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen?
uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Es wird hinter verschlossenen Türen getagt. Transparenz, die wird längst unseren Bürgern versagt. Keiner spürt, was hier naht, wie gelähmt und erstarrt. Die Medien erledigen, dass keiner was ahnt. Der Geheimapparat liefert Daten und Macht. Von den eigenen Leuten verraten am Arsch. Ihr Gebaren macht uns arm und krank. Doch reagieren wir zahm statt Punk. Da gibt es ein paar, die die Straßen belagern. Zum Anwachen fahren und wagen zu hadern. Nicht tatenlos vor den Tatsachen dastehen und nachfragen, ihr da, wo die uns verarschen. Nicht mit uns, wir löschen keine Propaganda, sondern schauen nur noch auf den Hintergrund. Also nicht mit uns, wir fressen diese Scheiße nicht und bringen uns nicht mehr mit euren Big Macs um. Also nicht mit uns, wir kaufen diese Geige nicht und bringen für die Aktien keine Kinder um. Hört ihr nicht mit uns, niemals Punkt, wir wollen Frieden drum. Springt mit uns, Hände hoch, wir sind das Rettungsboot. In einem System, dem ohnehin schon lang das Ende droht. Und wäre das meine letzte Chance, dann wäre Frieden das, um für sich zu kämpfen. Und wollt ihr uns verarschen? 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 Wollt ihr uns verarschen?